Moin und hallo, hier ist wieder Thomas in Streets of Curious City. Heute ist wieder Chronologie-Montag und ich zeige euch drei weitere Episoden aus der Serie Star Trek Enterprise. Und um das aufzufüllen auf neuen Karten, habe ich noch aus den allerersten Episoden von der Originalserie ein paar Karten, also Ereignisse. Und die fehlten halt noch, deswegen habe ich sie jetzt dazu gepackt. Und dann wünsche ich euch viel Spaß. Und los geht's. Brutstätte ist die 17. Episode der dritten Staffel von Star Trek Enterprise. Und das Datum, der 8. Januar 2154, wurde in dieser Episode genannt. Charles Tucker III. Wird Captain der Enterprise. Dieses Ereignis stammt aus der Episode Dämmerung und dort wurde gesagt, im Jahre 2165, wo Dr. Phlox das Mittel gegen Archers Parasiten gefunden hat, dass Charles Tucker III. Seit 9 Jahren vor diesem Ereignis Captain der Enterprise war. Und das heißt, dass er seit Mitte Oktober 2156 dieses Amt bekleidet. Phineas Tabolde schreibt das Gedicht Die Nachtigallfrauen. Dieses Ereignis stammt aus der Episode der Originalserie Spitze des Eisbergs. Und dort wurde das Jahr 1996 genannt. Und da Spitze des Eisbergs Anfang Oktober spielt, habe ich auch hier Anfang Oktober im Jahre 1996 gewählt. Die Informationen über die Muse Onaya stammt aus der Deep Space Nine Episode Die Muse. Asati Prime ist die 18. Episode der dritten Staffel von Star Trek Enterprise. Diese Episode spielt ziemlich kurz nach der Episode Brutstätte und damit haben wir Mitte Januar 2154 als Datierung für dieses Ereignis. Die Schlacht von Procyon 5. Dieses Ereignis stammt aus der Episode Asati Prime und dort wurde gesagt, dass dieses Ereignis im 26. Jahrhundert stattfinden wird. Und dies bedeutet, dass es etwa 400 Jahre nach der Episode Asati Prime stattfinden wird. Und damit haben wir Mitte Januar 2554 für dieses Ereignis. James T. Kirk und Gary Mitchell lernen sich kennen. Dieses Ereignis stammt aus der Episode der Originalserie Spitze des Eisbergs. Und dort wurde gesagt, dass die beiden sich seit 15 Jahren vor der Episode kennen. Und das bedeutet, dass es Anfang Oktober 2250 passiert ist. Und das bedeutet auch, dass es noch vor der Akademiezeit der beiden passiert ist. Kirk ist ja zumindest ein Jahr später auf die Akademie gegangen. Beschädigungen ist die 19. Episode der dritten Staffel von Star Trek Enterprise. Diese Episode spielt kurz nach der Episode Asati Prime und damit ebenfalls Mitte Januar 2154. Die Illyrianer, die in dieser Episode auftauchen, stammen dem gleichen Volk ab wie der erste Offizier der Enterprise oder Captain Pike in der Serie Star Trek Strange New Worlds. Auch wenn sie hier noch völlig anders aussehen. Aber das kann mit genetischen Veränderungen erklärt werden. Nancy Crater wird vom Salzvampir getötet. Dieses Ereignis stammt aus der Originalserie Episode Das Letzte seiner Art. Und dort wurde gesagt, dass sie 2 Jahre vor der Episode getötet wurde. Damit haben wir Anfang November 2264 für dieses Ereignis. James T. Kirk beginnt sein Studium an der Akademie. Das Datum Anfang April haben wir durch die
Akademiezeit vom Ferengi Nog. Und das Jahr 2251 kommt dadurch zustande, dass es 4 Jahre vor seinem Abschluss an der Akademie war. Die Information über den Mann namens Mallory stammt aus der Episode Die Stunde der Erkenntnis und die Information über John Gill aus der Episode Schablon der Gewalt. Und das war's schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich habe inzwischen übrigens einen Zweitkanal gestartet. Beziehungsweise es ist eigentlich sogar schon ein Drittkanal. Und auf dem zeige ich die Star Trek Chronologie nur. Das heißt, sie wird auf meinem ersten Kanal irgendwann verschwinden. Aber momentan mache ich noch weiter. Da jetzt nur bestimmte Folgen erstmal kommen, die ich schon lange hierbei hatte. Und dann wünsche ich euch noch was. Und es gehen noch Grüße raus. Heute an Schukram, habe ich lange nicht gehabt. Und dann sage ich, lebt lang und Frieden und tschüss.